Fiora Ban muss sein, Leute. Vielleicht werde ich jetzt öfter von hier streamen. Muss schauen, was meine Teammates davon halten, wenn ich das öfter mache. Beim Streaming-Raum ist halt todesheiß. Und stell euch vor, ich sitze hier einfach und drücke einfach Start. Bam, ne? Aber wenn ich in den Streaming-Raum gehen muss, muss ich meine pure Maus, alles mitnehmen in den Streaming-Raum. Wasser mitnehmen, alles mögliche. Und dann bin ich da 3 Stunden. Und dann bin ich da verschwitzt und erschöpft. Hier ist einfach chillig. Spam, 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 chillen, bam, bam, chillen, spam. Ja. Wir haben jetzt noch 2 Wochen normalen Split und wenn wir Erster oder Zweiter sind, werden, was wir sehr wahrscheinlich werden, dann spielen wir auch noch EO Masters danach. Ich möchte auch die Liga gewinnen. 4. Wave Crash. Nicht viel traden. Auf Minions fokussieren, weil wenn ihr viel tradet, greifen die Gegner Minions euch an und die Wave pusht schneller, weil die Gegner Minions nicht eure Minions attackieren. Versteht ihr? Schaut einfach zu. Wenn, ich hoffe, ich troll's nicht. Ich, das Problem ist aber auch, wenn Gegner Jungler Toplane pufft, könnt ihr das gar nicht machen, weil der euch ganken kann. Aber wir werden es gleich sehen. Er wird den Push contestet, Alter, wie so ein Crazy Maniac. Okay. War nicht geplant. Dann werden wir für einen Kill spielen. Klauen, Alter. Ohne Advantage, Leute, ihr kennt mir den XP verloren. Wenn jetzt chillen. Ich guess mit Halo Blades kann er mich testen. Ihr seht, ne, haben eine XP Advantage. Wenn Minion verloren hat. Lady-Face, Alter, das war ja absolut krank, Alter, was geht an? What the fuck, das war ja absolut Krieg, Alter! Oh, shit! Hallo, Alter! Oh mein Gott!
macht mich sauer halt. So ein Inter, Mann. Inter, Alter. Ja, das Matchup-Spiel ist so illegal, los. Dann bin ich ein guter Gangplank. Ist aber gute Practice gegen so Maniacs zu spielen. Weil falls mal gegen. Also das Ding ist halt, ich hatte dieses Matchup auch in Prime League. Problem ist, mein Jungler ist Botlane gepufft und Gegner Jungler ist Toplane gepufft. Also konnte ich nicht so spielen. What the hell? Absolut nicht, nee, Mann. Dass ich Golems mache. Absolut nicht, Mann. Ich gehe da hin und conteste den. Eine Info von Diana. Krankes Game, Alter. Damit, Alter. Ich habe nicht an den Nahe gedacht. Der ist gerade vorhin auf die Lane TP'd und hat Wave gepusht oder so. Und dann muss er muss ja Toplane sein. Ja, keine Ahnung, warum ich dachte, dass er irgendwie Gromp macht oder so. Sehr schlecht von mir. Ohne Witz, die Belf hätte aber mit mir auch den Tower nehmen können. Ist er sogar safe, oder? Weil er jetzt schon Mitte war.
Armeen. Armeen. Ich spiele einfach für. Ich mache einfach das Richtige. Das ist Top Tower nehmen, Wave Push und Base und Botline auf. Dann da machen, was er will. NTP, das ist jetzt auch nochmal der Bot Tower. Ich hatte noch nie so low CS als Gangplank. Permakrieg. Zwei Crits. Drei Crits? 15% Chance hier. What? Nice. Nein, halt auf! Ich dachte so am Ende noch eine Dame, willkommen zu Drake Secure.